nicht ein verdammtes Mal. Das heißt, ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man das schafft. So, jetzt gehen wir erstmal zu Zentarumon, damit du dich schön ausruhen kannst. Wir sind ja nicht ganz im Militärlager, sondern nur eine Vorstufe davon, so wie der Kindergarten ist auch eine Vorstufe von der Grundschule, mehr oder minder. Und genau da sind wir jetzt zwar eigentlich nicht mehr, weil Kindergartenniveau bist du raus, du bist jetzt Grundschulniveau, aber bis du zum harten Abi kommst, ist das jetzt noch eine Vorstufe. So, ja, bitte behandle seine Müdigkeit. DNX ist extrem müde. Ja, nach 3 Jahren Arbeit kann man das mal sein. Hey, guck mal, ich bin erleuchtet. Nein, also das ist eine echt geile Maschine. Also viele Knöpfe, rot und grün, leuchten, noch mehr Knöpfe und Hebel und ein großer Generator. So muss das. So muss eine Klinik aussehen. Am besten noch riesengroßen Bohrer da, ganz viel Blutspritzer, da hat man auch keine Angst, da irgendwie reinzugehen. Bloß nicht. Ja, gar nicht. 868. Reicht das für einen Kampf? Wenn ich nochmal so ordentlich was abkriege, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben ja noch kleine Heidisk. Das heißt, Elegmon, du hast Hunger. Wollte ich zwar eigentlich nicht sagen, aber ist trotzdem wahr. Viele. Hier, bitteschön. Ah, Modoki-Betamon haben noch Donnerattacken, oder? Auf in den Kampf! Das ist mein Revier! Nee. Hier komme ich immer vorbei. That's my hood. Also wirklich. Gravier. Puff. Elegmon, wieso? Ihr habt euch gegenseitig getroffen. Und du bist paralysiert. Als Donner. Ich würde es fast sagen Vieh, aber da. Angriff. Schöner Purzelbaum. Noch ein. Donnernder Purzelbaum. Ey, ich zieh mehr. Also, du ziehst mehr. Sehr schön. Abgeklopft. Mach ihn fertig, Elegmon. Volle Kraft, voraus. Zack, erledigt. Fuck yeah. Ja, stark. Boah. Poser, Alter. Richtiger Poser ist das. Auf die Vorderbeine stellen und groß machen. Boah. Nice. Aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt geht's gegen Modoki Betamon Nummer 2. Immerhin bin ich ja hier nicht aus Spaß, sondern aus Kampfeswillen und will ja auch ein paar neue Techniken lernen. Mit der Magma-Bombe wurde es ja beim letzten Mal nix. Dafür wird's jetzt bestimmt was. So, klein Heidisk. Unterstütze ich mal Elegmon. Nix kannst du alleine, also wirklich, nein. Okay, sollte mal. Das kriegst du hin, Elegmon. Ich vertraue dir. Also wir müssen irgendwas gegen das Paralysieren machen. Echt jetzt. Du bist nach jedem Schlag paralysiert, Elegmon. Also, das kann so nicht weitergehen. Da müssen wir was dran ändern. Zum Beispiel, wenn du noch schneller angreifst als... Oh, genau, ein Angriff. Block ab, block ab, block ab. Aber wer hat getroffen und der nimmt deswegen. Aber trotzdem, Donnerwolke. Ist geil. Lernen den. Noch ein Mann. Lernen. Nicht nichts machen. Finde den Unterschied. Bitte. Schnell. Immer was fallen gelassen. So ein geiziges Betamon. Ich kann mal gar nicht. Ah, okay. Wollen wir gleich hier schlafen? So, hier. Komm, stell dich da drauf. Ja, 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 so. Perfekt. Perfekter Ort zu schlafen. Der ganze Waldboden ist irgendwie mit Moos bedeckt, das heißt, es ist ein bisschen angenehmer, ein bisschen warm. Wo lasse ich ihn schlafen? Auf der harten, kalten Stahlplatte. Muah. Bösheit in Person. Nein, tut mir leid. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja. So sehe ich auch aus, wenn ich früh morgens aufwache. Captain Obvious, früh morgens, egal. Wenn ich früh aufwache, sehe ich genauso aus. Augen zu und eigentlich noch im Halbschlaf. Es ist 1:1 abprobiert. Das kann man da nicht formulieren. So, komm, hier noch ein bisschen MP trainieren. Im Wasserfall. Und wenn du da jetzt einen Elektrostoß rauslässt, können wir ganz viel Fisch morgen essen.
richtig viel Fisch. Sind dann alle nicht tot, aber so ein paar Tiki-Fische haben wir dann schon, ja. Kommen dann alle hier runter, geplumpst. Geplumpst. Neues Lieblingswort des Tages. Geplumpst. Vor allem, wie dunkel das schon draußen ist. Also, es ist bei mir jetzt 2.30 Uhr. Und es sieht aus wie eigentlich so um 6, weil es langsam so halbdunkel ist. Oh, was? Wie? Wo? Oh. Nächste Digitation. Oh, mal sehen, wer es diesmal wird. Hoffentlich nicht wieder nur Memer. Nein, egal. Komm schon. Elegmon. Schenker. Wow. Das wird's. Und. Leomann! Wagt es jetzt! Nein! PSP runtergefallen. Na, oh. Ich dachte, das Spiel hat sich aufgenommen, wenn mein PSP runtergefallen ist. Ausbildlevel gestiegen. Fuck this shit. Yeah. Geil. So, dann haben wir jetzt mal Eggman, Leomon, was ordentlich die dicke Lippe riskiert und doch Statik dazu kriegt. Ah, sonst auch ein Angriff für ihn. Sieht nicht so aus. Okay. Geil. Shit, Alter. Epic shit ist. Shit, Epic Shit of the World. Fuck yeah. Und ich sag's noch am Anfang. Oh, das hat so geil gepasst. Yay. Yeah. Wesentlich besser als Numemon. Kann ich jetzt mal so festhalten am Rande. Also nichts gegen Numemon. Ich habe schöne Zeiten mit ihm verbracht. Alles supi-tupi-du. Aber Leomon, der toppt das einfach bei weitem. Immerhin ist er nicht das Abbild von einer Schnecke, sondern von einem Löwen. Also, die Unterschiede sind da schon eindeutig zu erkennen, würde ich mal meinen. So, jetzt gehen wir uns erstmal Filet holen. Holen uns dann Heilgegenstände und begeben uns dann wieder in den Bohrtunnel. Und gehen so richtig hart dort rein. Ja, mit voller Power. Das kann man sich formulieren. Und vor allen Dingen, ich habe gerade nächstes Geistesblitz bekommen. Ich habe nämlich jetzt ein schönes Thumbnail für Digimon. Ja, habt ihr höchstwahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, dann geht mal zurück, guckt euch das Thumbnail an und kommt wieder rein. Denn das Bild dazu habe ich geklaut, gebe ich ehrlich gesagt zu. Ich habe einfach mal im Internet gegoogelt, jo, wo findet man denn was Schönes? Ich tue auch den Link in die Beschreibung, wenn ich nicht vergesse. Also ich habe nicht das Thumbnail an sich, sondern nur das eine große Hintergrundbild, wo Digimon World, wie sind der Deutsche, steht und dann darunter der Hauptcharakter mit den ganzen Digimon ist, zu sehen ist. Das habe ich geklaut und Rest habe ich selber gemacht, so mit Effekten und Schriftart, wobei ich die noch nicht gemacht habe. Das werde ich dann selber machen, um mal in der richtigen Zeitform zu bleiben. Und ja, wie gefällt es euch denn? Das wollte ich eigentlich fragen. Allgemein könnt ihr mal so drunter schreiben, Thumbnail geil, Thumbnail scheiße, mach ein neues. Oder ich mach's besser, wenn du mir dafür einen halben Cent gibst. Wenn du mir einen halben Cent geben kannst, mach ich's besser. Wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. So, wir machen jetzt erstmal Borimon fertig. Ich muss fremd hier sein, ja, ich bin fast genauso oft hier wie du. Bloß halt eben nicht als Türsteher, so wie du. Dann ich hätte mal schlafen sollen. Egal. Digimon Vertrauen. Statik. Geil. Kompletter Körper genannt. Ich tipp dich an. Electro-Shocker for the win. Alter. Leomon. Du hast mein Vertrauen. Mach den platt. Nicht wegrennen. Falsche Richtung. Der blockt die ganze Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gegen Burimon Schwierigkeiten kriegen könnte. Komm, auf geht's. Soll ich mal volle Kraft machen? Nein, ich vertraue dir. Oh, 117. Okay, jetzt haben wir getroffen. Achtung! Sehr gut. Das ist ein Nachteil in Leomon. Der ist, okay, genauso wie Numemon, die ganze Zeit nur Nahkämpfer. Also, er kriegt wahrscheinlich relativ wenig Schaden und er macht auch verdammt viel, aber Angriffsreichweite ist eben ein bisschen doof. So ein Feuerspeier kann einer schon ziemlich die Tour vermachen. Egal, volle Kraft. Das war die falsche Richtung. Volle Kraft!
Leomond, jetzt Finisher. Königsbranke. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich verdammt nochmal verarschen. Kleine Heides. Meine Fresse. Okay, ich habe keine MP mehr. Hier, bitteschön. Ich habe vergessen, Heilsachen zu holen. Egal. Ich hasse den Verwirrt-Status. Sehr schön. Da, Mann, ein bisschen weiter. Kannst du nicht mal die Kum-Kum-Kraft kriegen? Wäre danke viel weiter. Egal, volle Kraft. Sehr schön. Da, er war gerade hinter mit dem Rücken zur Wand. Jetzt aber. In your face. So, Digimon Vertrauen. Da, du kriegst das hin, Digimon. Irgendwie, wenn Kum-Kum-Kraft mal stehen bleibt. Jetzt! In his face. Und fast geblockt. Okay, ich brauch dich mal eins. Du schaffst das. Schaffst das auch so. Ich vertraue dir. Sehr gut. Schwerer als gedacht. Alter. Ich dachte, er macht jetzt so mit Leichtigkeit ein, zwei Schläge platt. Dass es so lange dauert, hätte ich nie vermutet. Ich bin gar nicht erst angegriffen. Okay, hier kommt. Nimm ein paar Pillen, dann ist alles wieder gut. Ein paar Nahrungspillen. Wortone erst untergeschossen. Ach du Kacke. Na okay, ich weiß ja, was ich hier machen will. Und zwar hier mich durchschleichen, wie es so schön funktioniert. Und hoffen, dass ich das nicht gemacht habe. Jetzt erstmal unterirdischer Teich. Kann man leider nicht baden gehen, was ich sehr schlecht finde. Aber, oh ja, da, oh, ordentlich. Richtig ordentlich. So. Das hier ist nichts für Laien. Halt dich fern, es ist zu gefährlich. Will aber helfen. Ey. Bitte, ich will das hier aber. Ich darf doch sonst auch immer. Hab ich schon wieder falsch gemacht. Ey, ich will aber. Ich will aber. Eigentlich müsste man hier nämlich den Berg hier abtragen können. Dann geht das dann schneller mit dem Voranbohren. Da ist man dann eigentlich so ziemlich schon durch. Aber irgendwie kann ich das gerade nicht machen und ich weiß nicht wieso. Ich meine, ich stehe ja eigentlich schon fast drin. Kann ich nicht auch eigentlich so ranschleichen? Mal sehen, was er dann sagt. Immer noch genau dasselbe. Kann es sein, dass ich dafür Trimogemon brauche? Weil das haben wir nämlich noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Ich muss Trimogemon noch holen. Und da der auch nur Nahkampfangriffe kann und ich relativ viele Heildisk eigentlich habe, wird schon ausreichen. Würde ich mal meinen, wir schleichen uns an den Geburimons wieder vorbei. Dann noch ja nicht von den Türken erwischt werden. Und dann in Trimogumons Wohnbereich. Genau bei ihm. Probieren wir es einfach mal, ne? Es ist heiß! Tu was! Was ist denn los? Es ist zu heiß! Ich halt's nicht aus! Immer die beste und einzige Variante. Einen Kampf anfangen. Wuhu. Okay, ich habe nicht allzu viel. Also Leomond hat nicht allzu viel. Wir haben nicht allzu viel. Dein Heiles. Zack, Statik. Oh, perfekt. Volle Kraft. Mach ihn alle. Während er paralysiert ist. Also das Einzige, was wir wirklich perfekt können. Unfair spielen. Das aber mit guten Mitteln. So. Jetzt bist du voll. Auf geht's, Leomond. Gegen Trimogemon. Alter, der Angriff ist mies. Ich glaube, das ist Holden Lukas. Oder so hieß der. Egal. Auf geht's, Leomond. Paralysier ihn nochmal. Nicht bloß umhauen. Paralysieren. Alter, der Angriff ist mies. Aber egal. Leomond. Volle Kraft. Oh ja, er steht in der Ecke. Oh ja, jetzt mach ihn alle. Ich vertraue dir mal. Aber mach ihn trotzdem alle. Leomond! Leomond! Zieht leider nur 91 ab, egal. Leomond! Ah, okay, hau den dicke Lippe auch nicht allzu viel mehr. Eigentlich sogar weniger. Und ist sogar noch langsamer, glaube ich, teilweise. So, oh, jetzt haben wir richtig mies in der Ecke. Doch, jetzt hat er keine Chance mehr. So, jetzt nochmal Block noch einmal. Ich will Spezialangriff machen. Alter, aber Leomond fliegt immer übelst weit weg. Oh, ja, perfekt. Oh, Königsbranke. Ob ich ja mal Königshaus besser finde, egal. Erledigt. Ja,
stark! Nichts fallen gelassen? Das finde ich jetzt unfair zum Mugemon. Die Hitze hat mich ganz irre gemacht. Ich weiß ja, dass es heiß ist, aber so schlimm? Es wird heißer, je weiter wir graben. Der Tunnel liegt in einem Vulkan. Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Vielleicht ist in der Nähe ein Feuer. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Hitze ertragen und weitergraben. Ich sehe mich mal um. Es wäre so schön, wenn der Tunnel durchging. Du bist aber nett. Ich beeile mich und grabe den Tunnel weiter. Das ist schön. Aber scheint ein bisschen zu humpeln. Na gut, jetzt läuft er. So. Oh nein, jetzt ist Leomund eingesperrt. Egal. Heute bereite ich das Essen zu. Du sollst weitergraben, nicht das Essen zubereiten. Mann! So, Leomund, komm. Hier lang. Okay. Dann eben nicht. Obwohl das Essen echt lecker aussieht. Alter, ist der Topf groß. Na, wo bin ich? Wo bin ich? Alter Schwede. Okay, es muss auch für viele Personen reichen, also für drei und vier Gugurimon, falls sie mit essen. Und natürlich mich. So eine Fleischsuppe ist auch immer was Geiles. Na, schon bekommt ihr immer Hunger. Ja, aber ich frag mich mal. Ich frag mich jetzt, wenn ich jetzt mit Rimogumon rede, er sagt beides Essen zu. Wenn er mir jetzt Essen geben würde, weil mein Digimon hungrig ist, das wäre epic. Verdammt. Das wäre so episch gewesen. Egal, hier ist ein Filet. Sehr schön. Und jetzt können wir wahrscheinlich das machen, was ich vorhin schon machen wollte, weil wir jetzt keine Leinen mehr sind. Wir haben ja jetzt Rimogumon erledigt. Also, das ist erledigt. Wir haben ihn beruhigt. Wir haben ein bisschen Grips in ihn reingeprügelt. Oder die Verrücktheit raus, je nachdem, wie man es sehen will. Und geprügelt passt sogar, aber ja, Leomund Nahkämpfer ist. Wortspiel. Warum? Jetzt reicht's nicht mehr. So. Jetzt muss er scheißen. Ernsthaft jetzt? Och. Da ist man einmal wieder dort. Und dann muss Leomund scheißen. Ah, oh, ich hätte Camping-WCs mitnehmen sollen. Allgemein hätte ich mehr Sachen mitnehmen sollen. Egal, komm mit Leomund. Wir bringen dich jetzt aufs Klo. Und jetzt mal ehrlich. Welcher Trimogumon von denen ist der Architekt? Dass er in dem ganzen Tunnelsystem kein einziges Klo einbaut. Das ist doch bescheuert. Okay, bescheuert ist auch, weil dann einer das lernen müsste immer wieder. Aber trotzdem, falls da mal ein Digimon vorbeikommt, was scheißen muss, kann's nicht. Ist doch doof hier. So, muss man erst den ganzen Weg nach unten latschen, bis man dort mal irgendwo im Heimatwald eine Toilette findet. Es geht so einfach nicht. Nee, das kann man so nicht bringen. Es tut mir leid, ist aber die Wahrheit. Ja, verdammt. Da bleibt mir noch am Stückchen Gras hängen. So. Alter. Super Saiyajin aktiviert. So, schade, keine Pilze da. Ich mag ja Pilze. Will ich jetzt mal gegen? Ja. Komm, kämpfen. Mach mal Platz. Schaff mal. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und ich bin erledigt. Meine Güte. So, ja, ich habe mal sein 1, 2, 3, 4, 5 weitergezählt. Auf geht's, Leomund. Königspranke. Ach nee, warte. Ist zu früh im Kampf. Egal. Digimon Vertrauen. Du hast getroffen. Nice. Ja, schön. Und jetzt mach ihn alle. Dann schwäche ihn weiter. Und jetzt mach ihn alle. Hat erstaunlich gut funktioniert, muss man mal sagen. Ja, stark. Boah. Königsgebrüll. Würde ich den Schrei jetzt mal nennen. Ha. So, dann. Angriff von hinten. Vorteil. Ein Hinterhalt. Und Angriffsvorteil. So, auf geht's, Leomund. Battle ihn weg. Oh, fuck, nein. Boah.
sieht immer so brutal aus, egal bei was für einen Angriff. Leomon fliegt erstmal 5 Meter weit weg. Grundsätzlich. Und wenn da das Spielfeld zu Ende ist, was weiß ich, fliegt er da nochmal drüber weg. Einfach durch. Immer weit. Das ist ein Theatraliker, ist ein Italiener. Das ist, schwalben kann der gut. Allerdings ist er auch gut im Spiel. Oder kämpfen in dem Fall hier.